VW hat ein neues Flaggschiff. Nachdem 2016 die Produktion der Oberklasse-Limousine Phaeton nach rund 15-jähriger Produktionszeit abgelaufen war, fehlte der Modellpalette von Deutschlands größtem Autobauer ein Topmodell. Diese Lücke schließt nun der Arteon. Im Gegensatz zum Phaeton, dessen Namenspatron vom Sohn des Sonnengotts Helios aus der griechischen Mythologie entnommen war, lässt sich der Begriff Arteon auch nicht mit einem Rückgriff auf humanistische Bildungsideale entschlüsseln. Arteon ist ein Kunstwort. Der Name Arteon leitet sich ab aus dem englischen Wort Art für Kunst und der Endung Eon. Hier lehnt sich der Name gerade mit der Endung an die Oberklassenmodelle an, die wir haben, zum Beispiel den Phideon, den wir allerdings nur in China verkaufen. Beim Arteon versucht es Volkswagen im Gegensatz zum Phaeton eine Nummer kleiner. Während sich die Limousine der Oberklasse trotz objektiver Qualitäten nie gegen eine S-Klasse von Mercedes oder einen 7er von BMW durchsetzen konnte, soll der Arteon seine Wettbewerber im Umfeld von Mercedes CLS oder Audi A7 suchen und finden. Auf der Plattform mit quer eingebauten Frontmotoren, auf der beispielsweise auch der Skoda Superb basiert, entstand mit dem Arteon eine geräumige und repräsentative Limousine, die sich über eine Länge von 4,86 Meter streckt. Ja, der neue Arteon ist unser neues Flaggschiff der Marke Volkswagen und ist ein Fahrzeug, was oberhalb des Passats positioniert ist. In seiner Ausprägung ist es ein Gran Turismo mit einer oben angeschlagenen Heckklappe. Als Flaggschiff ist der Arteon natürlich auch Vorreiter in Sachen Fahrerassistenzsystem der Marke Volkswagen. So haben wir zum Beispiel das ACC mit Geschwindigkeitsregelung und vorausschauender Regelung. Das ist neu. Die Streckendaten des Navigationssystems sowie die Verkehrszeichenerkennung über Kamera gehören dazu und sorgen dafür, dass sie immer mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs sind. Das System erkennt Kurven, Kreuzungssituationen. Alles das gab es vorher noch nicht. Des Weiteren haben wir auch das dynamische Kurvenlicht, was auch mit den Streckendaten arbeitet. Das heißt, die Scheinwerfer leuchten schon rein, bevor der Fahrer merkt, dass eine Kurve kommt. Wir haben den Emergency Assist an Bord, auch als Ersteinsetzer der Marke Volkswagen. Wenn Sie nicht mehr imstande sind, das Auto zu fahren und das Fahrzeug das bemerkt, wird der Verkehr darauf aufmerksam gemacht, das Fahrzeug wird runtergebremst und wenn die Sensoren die Umgebung dann abgecheckt haben, würde das Fahrzeug Sie dann auf die rechte Fahrbahn, auf die äußerste rechte Spur geleiten und dann zum Stillstand kommen. Also das sind alles Systeme, die dann auch in naher Zukunft in alle anderen Volkswagen einsetzen werden, aber wie gesagt, im Arteon als erstes. Der Arteon wird im Werk Emden produziert. Die wichtigsten Märkte für dieses Fahrzeug sind natürlich Deutschland, aber auch gerade für dieses Fahrzeug die USA und Westeuropa. Das sind die bedeutendsten Märkte für dieses Fahrzeug. Die Schokoladenseite des Viertürers ist zweifellos seine Karosserie. Der Grill fällt wesentlich markanter aus als beispielsweise beim Passat und liefert einen Ausblick auf die künftige Entwicklung des Konzerngesichts kommender Fahrzeuge von Volkswagen. Die flache, langgezogene und bis zur Heckkante abfallende Dachlinie verleiht dem 1,45 Meter hohen Arteon eine elegante, coupéhafte Seitenlinie. VW vermeidet im Zusammenhang mit dem Arteon auch den Begriff Limousine und spricht lieber von einem Gran Turismo. Für den standesgemäßen Auftritt sorgen nicht zuletzt die optionalen 20 Zöller. Das Basismodell rückt auf 17 Zöllern aus. Selbst die beiden gehobenen Ausstattungslinien müssen sich mit 18 Zoll begnügen. Gelungen sind auch die deutlich ausgestellten hinteren Kotflügel für den satten, repräsentativen Look. Doch trotz der eleganten Seitenlinien, den scharfen Kanten und den harmonischen Proportionen erfordert kein Element der Karosseriegestaltung Abstriche beim praktischen Alltagsnutzen. In puncto Alltagstauglichkeit ist der Arteon durch und durch ein Volkswagen. Im allerbesten Sinne. So bietet der Fond eine geradezu fürstliche Beinfreiheit
und trotz der flachen Dachlinie auch für Passagiere der 1,90 Meter Klasse ausreichend Kopffreiheit. Für die große Reise steht ein beeindruckendes Gepäckraumvolumen von 563 Litern zur Verfügung. Dank der geteilt umklappbaren Rücksitzbank entsteht nicht nur eine nahezu gerade Ladefläche von knapp 2,1 Metern Länge, das Volumen wächst dann auf kombimäßige 1557 Liter. Der Arbeitsplatz des Fahrers ist übersichtlich. Die bequemen Sitze perfekt für jede Körpergröße einstellbar. Sachlichkeit geht da im Arteon doch vor Eleganz und Spielerei. Die Armaturen sind als Display ausgeführt und die kaum korrekt fassbare Zahl der Assistenzsysteme sorgt für ein Optimum an Sicherheit und Komfort. Selbst ein Head-Up-Display ist zu haben. Für den Vortrieb stehen ausschließlich Vierzylinder bereit. Vorerst ein Diesel mit 240 und ein Benziner mit 280 PS. Bei beiden Varianten sorgt ein Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Fahrstufen für die Kraftverteilung auf alle 4 Räder. Später reicht VW jeweils 2 Otto- und 2 Dieselmotoren mit 150 bzw. 190 PS nach. Besonders der Diesel widerlegt eindrucksvoll die lange gehegte Ansicht, oberklassemäßiger Antriebskomfort sei mindestens auf 6 Zylinder angewiesen. Der 2-Liter Selbstzünder agiert im Arteon akustisch derart zurückhaltend, dass er ohne Wenn und Aber höchsten Komfortansprüchen genügt. Mit gut 1,8 Tonnen Leergewicht hat der Motor nicht gerade ein leichtfüßiges Füllen zu bewegen. Doch nicht zuletzt dank des mächtigen Drehmoments von 500 Newtonmetern, das bereits ab 1750 Umdrehungen zur Verfügung steht, pusht der Turbodiesel den Arteon in nur 6,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht 245 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Ganze bei einem Normverbrauch von 5,9 Litern auf 100 Kilometer. Fahrverhalten und Fahrkomfort werden ebenfalls den Ansprüchen an ein Topmodell gerecht. Die Handlichkeit des Arteon ist toll. Selbst beim Rangieren entsteht nicht der Eindruck, einen knapp 5 Meter langen Zweitonner zu bewegen, eher eine kompakte Limousine. Angesichts des Anspruchs des Herstellers und der vielen objektiven Qualitäten des Arteon sind einige Nachlässigkeiten bei Materialien und Verarbeitung unverständlich. Zumal sie umso ärgerlicher schnell ins Auge fallen. Wie beispielsweise Wellen beim Vernähen von Lederelementen, die einfach nur billige Filzmatte der Kofferraumverkleidung, die an schnöden Schnürchen aufgehängte Hutablage in einem Material aus der Familie der Hartpappen oder das lieblose Hartplastik für die untere Verkleidung der Innentüre bzw. die Seiten der Mittelkonsole. An solchen Stellen zeigt der Arteon für ein Flaggschiff einen Tick zu viel von einer Hafenbarkasse. Für ein Flaggschiff fällt der Einstiegspreis durchaus bürgerlich aus. Die Preisliste für den Arteon beginnt bei 39.750 Euro. Für den Top-Diesel mit Allradantrieb sind allerdings bereits 52.175 Euro fällig. Mit wenig Wildern in den Nettigkeiten der optionalen Angebote lässt sich mühelos die Marke